Hallo Magdalena. Hallo. Hi. Hallo. Wie geht's dir? Gut. Und selbst? Auch gut. Stell dich vor. Also ich spiele, seitdem ich 6 bin, Klavier. Mhm. Klassisch mehr, oder? Klassisch, genau. Ich habe mit Klassik angefangen. Und dann später kam der Gesang dazu. Also begleite mich auch selber am Klavier, genau. Spielst du heute auch? Genau, heute auch. Okay. Was spielst du und singst du? Ich würde heute von Lana Del Rey Young and Beautiful singen. Mega. Okay, Magdalena, gehst du wieder auf den Stern da? So, ich finde, das Problem ist, wenn man so komplizierte Nummern auf dem Klavier spielt, dass das natürlich eine gewisse Konzentration erfordert, das so gut zu spielen. Ja? Dann gibt es eine Menge Tasten, die da liegen und man kann sie schnell verspielen. Deshalb musst du dich natürlich auf beide Sachen fokussieren. Und selbst Elton John, wenn der dann singt, dann spielt er eigentlich so ein bisschen einfacher. Und dann in den Pausen natürlich spielt er dann ein bisschen mehr. Und hast beides gemacht. Du hast eben gut Klavier gespielt. Und so ein, ist ein bisschen auf Kosten der Gefühle in der Stimme gegangen. Aber dieses Gesamtpaket bei dir. Du bist ein hübsches Mädchen, du kannst echt ganz gut singen, du spielst super Klavier. Das reicht mir im Moment auf jeden Fall dafür, dass du erstmal weiterkommst. Ja, also von mir hast du ein Ja. Ja, ich hätte mir auch gewünscht, dass es ein bisschen gefühlvoller ist, weil der Song halt einfach auch so voller Emotionen ist. Aber das Gesamtpaket passt. Wie meine Kollegen schon gesagt haben, ein bisschen mehr Gefühl wäre schön. Aber von mir aus auch ein Ja. Danke. Ja, dann ist mein Nein in dem Fall nicht mehr so wichtig. Weil du kannst singen. Aber es ist eine Frage des Geschmacks. Magdalena, ich würde in Zukunft natürlich auch als Tipp nicht mehr Klavier spielen. Konzentriere dich jetzt erstmal in der nächsten Runde ganz auf den Gesang. Okay, ja, dass da ganz, ganz viele Gefühle kommen. Ich glaube, dass du das kannst. Ja? Alles klar. Okay. Und herzlichen Glückwunsch. Ja. Ciao. Recall, ich komme.